Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64 Multiplayer mit dem Vollo. Guten Tag. Wir machen uns heute auf den Weg zu Bowser. Oh ja. Und ich wurde schon vorgewarnt, dass wir uns alle 8 Münzen holen. Acht roten Münzen. Denn wir müssen ein bisschen zeigen, dass wir es drauf haben. Richtig. Alles sehr, sehr richtig. Ich kann die Kamera ändern. Das ist wundervoll. Das ist cool. Und wir haben wieder die Rollen getauscht. Ich bin wieder Mario. Ah. Oh, fuck. Ich hole das Leben. Okay, ich merke besser schon ist. Wow, okay. So. Ich merke schon wieder, das Spiel war schwer, ja. Gut, dass wir das Leben geholt haben. Es ist fast so, als wäre nichts passiert. Richtig. Das läuft. Also, das kriegen wir auch hin. Das ist alles klar. Denke ich auch. Wir haben andere Bowser-Level auch geschafft. Da kriegen wir das ja auch hin. Nimmst du das Leben mit? Na gut, ne? Das andere Bowser-Level war schon um einiges leichter. Ich hab doch die Münze noch geholt. Ah, läuft. Egal. Der Anfang ist das Schwerste. Ja. Das Schwerste vom Level, ganz klar. Ganz offensichtlich. Da sterben viele. Soll Leute geben, die haben das nicht mehr hinbekommen. Nie. Die sitzen heute noch dran. Seit 15 Jahren sitzen die da dran. Ey, ich dachte gerade die ganze Zeit, wie konntest du so doof sein, aber... Gut. Don't forget, ich bin Mario heute. Ach ja, genau, ich bin Luigi heute wieder. Weil... Ja! Ist halt so. Serverprobleme und so sind dafür verantwortlich, dass es manchmal zu Charakterwechseln kommt. Mit solchen Dingen muss man leben und ist aber auch, ehrlich gesagt, nicht weiter schlimm, oder? Wir müssen hier ein High Five an die Entwickler von Hamachi, die die besten Menschen der Welt sind. Ja. Naja, sie sind schon ziemlich gut. Aber sie könnten auch mal besser sein manchmal. Passiert da ja gerade geht das runter? Das sah so aus, ne? Als wenn wir schon saudicht an der Lava wären. Ja, das ist, glaube ich, so, weil die Textur von der Lava so unglaublich groß ist. Ja, eine optische Täuschung. Okay. Läuft doch bis jetzt. Wir haben schon eine rote Münze. Mann, sind wir gut. Echt? Das habe ich voll nicht mitbekommen. Nein. Nee. Ich bin dazu mit. Viel zu sehr damit beschäftigt, nicht zu sterben. Irgendwie. Ja. Ja, ist ein spannendes Level und so. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil einfach so ein bisschen hier geschicklichkeitsmäßig das Ding machen. Pilz! Meiner! Okay, gut. Wir sind voll gut dabei, Mann. Warte, du gehst höher. Müssen wir so machen. Echt? Jetzt krieg ich die Münze ja nicht. Ja. Also, beziehungsweise irgendein. Es hätte auch gereicht, wenn. Ja. Ne? Wenn du da nicht hochgefahren wärst, sondern einmal kurz dich draufstellst und dann. Ah, Quatsch, ich muss ja noch. Wusste ja nicht mal, dass. Kommt das Ding denn wieder? Ich hoffe. Ja, es kommt wieder, aber. Tschüss. Okay. Geh mal kurz zu mir und geh da mal hier runter. Nee, ich glaube, ich kann da nicht mehr hochfahren. Echt? Das wäre natürlich uncool. Aber ich komme da auch anders hoch. Denke ich. Sagt er und sprang erstmal gegen die Wand. Ich schaff das! Trotz Billy-Maler-Lex. Okay. Boah, läuft das gut. Ich bin absolut begeistert. Das macht so wieder so viel Spaß. Da, das war blöd. Das ist jetzt aber intelligent. Wow. Das war knapp. Ich glaube, mich kann das nicht treffen. Holst du den da oben? Ja, würde ich gerne, wenn... Wow. Ja, das ist normalerweise nicht so schwierig, möchte ich sagen. Ja, dann hol ich ihn. Warum rutsche ich? Ich rutsche da sofort instant runter. Ah, wir kriegen das hin. So, jetzt bin ich hier oben, jetzt muss ich nur noch da. Pass auf den Bulli auf, du weißt ja, die rasten hier voll aus in dem Spiel. So, wundervoll. Wunderbar, wir haben jetzt 5 oder 6? Ich habe nicht mitgezählt, ne? Ich bin zu aufgeregt hier gerade. 5 sollten es sein. Ja, wir nehmen doch das hier mit. Boah, ein Leben. Können wir tatsächlich auch sehr gut gebrauchen. Wenn gleich Bowser kommt, wenn gleich Bowser kommt und wir gehen Game Over, wäre das auch ziemlich doof. So, hier müssen wir warten. Siehst du an dem Schatten? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die 8 roten Münzen geholt hast. Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Aber da siehst du doch, da macht das Level doch gleich viel mehr Spaß, oder? Wenn man ja alles holt. Krüppel. Ja, aber das macht doch mehr Spaß, oder findest du nicht? Ich hab da mal nichts gegen. Es ist eine nette Abwechslung. Ich finde das total cool.
Ich glaube, es gibt nur ein einziges Spiel, das ich jemals auf 100% durchgespielt habe, und das war Banjo-Kazooie. Mit allen Noten und allen Puzzleteilen und allem Bullshit. Wenigstens das. Vor allem noch auf Nintendo 64, wo die Noten noch nicht gespeichert wurden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Nein! Ah, das jetzt ein bisschen ärgerlich, könnte man fast sagen. Ja, auf Nintendo 64 darf man ja nicht sterben in dem Spiel. Also darf man schon, ne? Aber dann darfst aber du ja halt die, blöd, dann darfst kann man die Noten, die Noten, ja, die Puzzleteile nicht. Die Puzzleteile bleiben gespeichert. Oh, dieses Spiel, ne? Und auf der 360-Version sind ja auch die Noten gespeichert. Ja. Schon nett, muss man so sagen. Daher, wer den Easy-Mode möchte, kauft sich die 360-Version und hat oder spielt mit Save-States. Oder das. Aber das ist natürlich viel zu lame. So, mache ich mich gerade auf den Weg hier rüber. Da. Holen dir. Na. Anders so. Das war geplant. Das wollte ich so. Das wollte ich so. Ist da ein Leben drin? Nee, Münzen. Aber können wir auch gebrauchen. Du hast recht. Oh oh. Ups. Ich habe übrigens auch total Bock, Banjo-Kazooie zu spielen, nachdem ich das bei dir gesehen habe. Ja, das ist ja auch ein echt geiles Spiel, muss man auch wirklich so sagen. Also ich kann da nichts machen. Genau. Ja. Dann kann man da einfach runterspringen. Ja, das könntest du doch sehr gut Let's Playen, oder? Ja, eh. Ja, ich mach das wohl irgendwann mal, wenn du irgendwie durch bist. So eiskalten 100%? Total. Ja, komm. Also Banjo-Kazooie. Ich weiß noch, dass ich bei dem 4-Jahreszeiten-Level einfach so unglaublich lange daran saß, die letzten 2 Noten zu finden. Und bei dem Geisterhaus-Level habe ich die auch Stunden gesucht. Ja, da freue ich mich auch schon total drauf, dann in den 4 Jahreszeiten die 100 Noten zu finden. Vor allen Dingen, wenn dann eine fehlt oder so, ne, du musst ja nicht nur ein Level komplett durchsuchen, nein, du musst ja 4 Level komplett durchsuchen. Das ist das schön! Das ist so. Aber die Musik ist voll gut in dem Level. Und ich liebe es, als Biene darum zu fliegen. Ja, das ist echt cool. Schwester, so haben wir nicht gewettet. Ich habe mich auf dich verlassen. Aber du hast du die rote Münze? Nee, ich wurde leider vom Bulli weggeschubst. Ja, mein Gott, Mario. Mit Luigi geht's einfach nicht. Also nicht gut. Mach ich's halt so, meine Güte. Was hast Geht du vor? Stimmt auch. Das könnte sogar... Nein, das klappt nicht. Aber er hat mich weggeschubst, Mann. Mit ihm hier könnte das klappen. Tatsächlich. Ich werd bescheuert. Ja, man muss es ja nutzen, ne? Die ganzen Nachteile von Luigi, aber auch mal einmal den Vorteil nutzen. Und deswegen mag niemand Luigi. So, jetzt haben wir das ja, auch. Ist auch so. Wer mag den schon? Immer wenn ich das sage, bekomme ich 2000 Kommentare wegen ich mag Luigi. Ja, ich auch. Weil ich hasse den Typen eigentlich auch. Weil es ist Luigi, das ist einfach... Was will der? Ich kann das Leben nicht einsammeln. Nein, gar nicht. So. Ich kann ja nicht angehen hier. Oh mein Gott. Das war schon wieder fucking eng. Ich bin auch ganz froh, dass das Gear of Luigi endlich vorbei ist. Ja, gut. Da kommt bestimmt noch irgendein Müll, was sie dieses Jahr nicht mehr geschafft haben rauszubringen. Ne? Also letztes Jahr. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, Dr. Luigi war schon so ein bisschen das Grenzwertigste, was die noch rausdrücken konnten. Und wobei ich sagen muss, Dr. Luigi finde ich eigentlich ganz cool. Weil solche, ich hab's nicht gespielt. Solche Puzzle-Games mag ich auch nicht. Also gekauft habe ich es mir auch nicht, aber so grundsätzlich würde ich sagen, ja, doch. Kann man die Bombe nicht hochheben? Doch, ja. Kann man. So, damit sie so, mir jetzt gleich wieder am Arsch klebt. Keine hier. Ahnung, wollen wir... Wow. Wollen wir voll auf Sicherheit gehen? Ja. Also so... Wir leben noch! Halt durch! Ich kann nicht durchs Herz gehen! Oh mein Gott! Doch, kann ich! Okay, die rote Mütze haben wir auch, ne? Ja. Haben wir die? Ja, die habe ich geholt. Gut. Unter Einsatz meines Lebens. Unseres Lebens. Ich hab Angst. Ah, oh Gott! Nein! Komm da drauf! Vorsichtig, geh da runter! Ich überleg gerade, ob ich zum Herz gehe. Soll ich zum Herz gehen? Ich geh zum Herz, wa?
Ey, wir kacken jetzt vor Bowser, kacken wir nicht ab. Ist einfach so. Ich hol die Münze. Lass es nicht direkt vor mir. Ja, das mach. Okay. Dann hole ich da jetzt eben den Stern. Das müsste ja eigentlich relativ easy mit dem Penner hier gehen. Okay. Oh Gott. So weit, so gut. Jetzt musst du gleich unbedingt auf Ja. Eben nicht. Not now. Nicht speichern, wir wollen weiterspielen. Also gut. Ich glaube, man hätte vielleicht auch speichern können, aber wir wollen auf jeden Fall weiterspielen, ne? Lauf du mal rein. Zählt das? Jetzt rüber zu laufen. Das zählt, okay. Du weißt ja, du musst den machen, ne? Ach, fuck. Das wird doch wieder nix. Ich kann ihn ja nicht packen. Ich würde ihn so gerne packen. Aber es geht halt nicht. Aber was jetzt können wir auch was hat er denn für Moves? Wo der Lag jetzt auch weg ist und so, ne, müsste das ja eigentlich auch besser gehen. Gibt's hier irgendwelche Tricks, die ich vergessen habe? Du musst dichter an ihn ran. Kleinere Kreise ziehen. Das ist ein bisschen schwer mit dieser ausschweifenden Steuerung hier. Ach komm. Ich hab Angst, in ihn reinzulaufen. Ja, fast. Der hält ja irgendwann an. Also, ne? Zum Feuerspucken. Dann kannst du ein bisschen chillen. Ah! Oh! Ich kann ihn doch. Ich kann ihn doch. Okay, oh mein nicht. Gott! Du schaffst das! Nee, das konnte ich noch nie. Ja, genau. Sehr schön. So viel zu dem Thema. Ich glaube, mit Luigi geht es nicht. Und dann einfach auf den Boden werfen, dass ich ihn da hochheben kann? Ah. Ja, kann man machen. Ich habe den irgendwie nur durch Zufall bekommen, kann das sein? Ich kann den nicht nehmen. Ich weiß nicht, warum ich den gerade eben nehmen konnte. Ich auch nicht, aber es war sehr interessant. Nee, ich sollte weiter weggehen. Nachher sterben. Also sollten wir sterben, starten wir aber direkt wieder bei Bowser. Von daher. Wir haben 9 Leben. Das wird schon irgendwann klappen. Alter, selbst mir wird langsam hier schwindelig vom Kreislaufen. Hast du gleich. Ah! Bist bescheuert, Mann? Komm aus den Flammen nicht Münzen? Wenn der Blaue abschießt. Jetzt müssten da Münzen rauskommen. Ich sammle die dann ein. Gut. Bei mehreren. Nee, doch nicht. Okay. Mach ich das gerade mal, dass er da irgendwie was von sich gibt hier. Ah! Was macht er denn da plötzlich für Zeug? Das habe ich auch noch nie gesehen, weil es noch nie so lange gedauert hat. Oh, oh. Aber ja, doch, der Stern ist gespeichert. 32, passt. Ein kurzer Schock. So, du musst ihn dir jetzt schnappen. Das hilft alles nichts. Das war gut. Das war gut. Das war sehr professionell. Ah, ich sehe ihn auch nicht. Ja, 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 jetzt, du hast ihn. Das ist es, das ist es schon. Du wirst in deinen Tod fliegen, Mann. Fast. Es hätte sogar fast geklappt. Na, du. Leider ein Stück zu weit. Damit springt er wieder ziemlich. Ja, okay, der ist immer noch weit am Rand. Der ist immer noch weit am Rand. Schnell, 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 schnell. Jetzt kannst du den noch ganz schnell packen. Jetzt sei nicht anstrengend, bitte. Ja, komm. Fuck you, das Mann. Das ist es. Lass los. Yes. Bitch, please. Ah, gut gemacht. Wunderbar. Und das führt fast zu einem perfekten Ende von diesem Part. Ja, absolut, oder? Bin schwer begeistert. Cool. Ja, jetzt kommen total. Die ganzen Dreckslevel. Jetzt geht's richtig scheiße. Egal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dann und ciao. Tschüss.